Hallo und herzlich willkommen zur Windrose, dem Auslandsmagazin im MDR Fernsehen. Und das sind unsere Themen heute. Italien, Angst nach Schiffskatastrophe. Rumänien, Wut auf Regierung. Libanon, Leben auf der Flucht. Und Tschechien, heiße Fahrt auf kalten Schienen. Fast täglich kommen neue Details nach der Havarie der Costa Concordia vor der italienischen Insel Giglio ans Tageslicht. Nicht nur der Kapitän des Schiffes verhielt sich äußerst ungewöhnlich, auch die Reederei wusste angeblich von den riskanten Vorbeifahrten. Ein Unglück, das hätte vermieden werden können. Jetzt hat jeder Angst vor der Katastrophe, nach der Katastrophe. Mein Kollege Robert Jahn war im Unglücksgebiet unterwegs. Wir sind an Bord der Oglasa. Rund 50 Kilometer nördlich der Unglücksstelle pendelt das Fährschiff zwischen dem Festland und der Insel Elba. Das Kommando an Bord hat Kapitän Paolo Ansaldo. Der 58-Jährige ist ein gestandener Seemann. Bevor er auf der Elba-Fähre anfing, hat er große Öltanker über die Weltmeere gefahren. Geboren wurde er auf Giglio, jener Insel, vor der die Concordia vor einer Woche verunglückte. Also als Kapitän trifft mich eine solche Tragödie natürlich sehr schwer, aber auch als Bewohner von Giglio. Ich mache mir vor allem Sorgen wegen einer möglichen Umweltverschmutzung. Keine 200 Meter ist Kapitän Ansaldos Haus auf Giglio von der Unglücksstelle entfernt. Zur Schuld seines Kapitänskollegen Schettino will er sich vor der Kamera nicht äußern. Nur eines stellt er klar, navigieren ist hier in den Gewässern rund um Elba eigentlich ein Kinderspiel. Das ist eine klar strukturierte und gut kartierte Küste. Die Tiefe des Wassers erlaubt es dir, sehr nah an die Küste heranzufahren. Diese Art der Navigation betreiben wir ja täglich. Da gibt es nichts, das einen erfahrenen Kapitän Probleme bereiten könnte. Nach einer Stunde Fahrt erreichen wir Elba. Der Schock über das Schiffsunglück vor der Nachbarinsel Giglio sitzt auch hier noch tief. Wir sind verabredet mit Silvia Sanna. Die 29-Jährige arbeitet für die Forstpolizei. In den Bergen will sie uns zu einem Aussichtspunkt bringen. Bei guter Sicht sieht man von dort die ganze Inselgruppe. Für Silvia ist das Unglück der Concordia eine ganz persönliche Sache. Denn auch Silvias hochschwangere Cousine und deren Mann waren vor einer Woche an Bord. Sie hat gesagt, sie haben dem Tod ins Auge geblickt. Meine Cousine war in Panik und wollte über Bord springen, als sie sah, dass das Schiff in Schieflage geriet und die Rettung nicht richtig funktionierte. Ihr Mann hat sie zum Glück beruhigt. Er hat gesagt, wir werden gerettet. Das Ufer ist doch ganz nah. Glück im Unglück für Silvias Familie. Doch eine Sorge bleibt ihr, die Angst, dass die über 2300 Tonnen Schweröl, die die Concordia noch an Bord hat, auslaufen könnten und dann für eine Umweltkatastrophe sorgen. Im Fall der Fälle wären dann auch Silvias Kollegen vom Küstenschutz der Forstpolizei gefragt. Sie sind für die Sicherung der Uferzonen im Nationalpark der Toskanischen Inseln zuständig. Bei der Patrouille heute ist auch die Chefin des Nationalparks, Franca Zanichelli, mit an Bord. Elba und die anderen Inseln sind wichtige Brutgebiete für seltene Vogelarten. Und in den Gewässern leben Delfine und Wale. Das Schweröl der Concordia wäre hier ein auf den ersten Blick kaum sichtbares, aber trotzdem hochgefährliches Gift. Schweröl wie das an Bord der Concordia sinkt auf den Meeresboden. Das, was an den Stränden ankommt, ist nur der kleinste Teil, denn an der Wasseroberfläche treibt nur sehr wenig. Dieses Öl auf der Oberfläche lässt sich auch leicht kontrollieren und eindämmen. Und an den Stränden kann man es einsammeln. Das Problem ist eben das Öl, das auf dem Meeresgrund sinkt. Es bildet dort eine hermetische Schicht und es tötet alles Leben ab. Tonnen Schweröl, das ist so viel wie auf einem kleinen Öltanker. Welche Region eine mögliche Verseuchung genau treffen würde, ist unklar. Doch viele fragen sich jetzt, wie konnte ein Schiff mit so viel Gefahrgut überhaupt in die Gewässer des Nationalparks kommen? Die
Antwort darauf ist einfach. Die Inseln liegen auf einer Hauptverkehrsroute durchs Mittelmeer. Auch viele Tanker und Frachtschiffe nehmen diese Strecke. Ein Umweg würde die Reedereien viel Geld kosten. Unsere Möglichkeiten zu agieren sind sehr stark eingeschränkt. Zum Beispiel hier auf Elba haben wir in den Gewässern fast gar keine Macht. Nur in einigen Uferabschnitten können wir einschreiten. Die Bevölkerung erwartet von uns jetzt, dass wir etwas tun. Aber mit den bestehenden Regeln sind uns die Hände gebunden. So bleibt der Nationalpark-Chefin und ihren Mitstreitern erstmal nur die Hoffnung, dass das Schweröl abgepumpt werden kann, bevor die Concordia vollständig sinkt oder auseinanderbricht. Doch für die Zukunft wollen sie solche Unglücke im Park unmöglich machen. Mit einer Petition werden sie bei der Regierung in Rom für die Ausweitung des Schutzgebiets kämpfen. Zurück auf die Oglasa zu Kapitän Ansaldo. Bei der Angst vor einer zweiten Katastrophe setzt der erfahrene Kapitän vor allem auf das Prinzip Hoffnung. Wenn die Concordia nur ein wenig weiter ins Meer rutscht, kann das für die Bergung sogar gut sein. Denn tiefer im Wasser hätte das Schiff dann eventuell wieder mehr Auftrieb. Je nachdem, welche Technik die Rettungstrupps wählen, ließe sich die Concordia dann vielleicht sogar leichter bergen. Noch einmal sticht Ansaldo mit seiner Fähre heute in See. Und die Gedanken an die Concordia und die Toten werden ihn und seine Besatzung wohl noch länger begleiten. Es war eine Woche des Protests und der Krawalle in Rumänien. Gerichtet sind die gegen die da oben, also gegen die Regierenden. Gewettert wird vor allem gegen den Sparkurs und gegen Reformen im Gesundheitswesen. Nachdem Diktator Ceausescu 1989 verhaftet und zum Tode verurteilt worden war, hatte sich das Volk eine bessere wirtschaftliche Zukunft vorgestellt. Doch daraus wurde nicht wirklich etwas. Paul Tuzek war in Bukarest unterwegs. Raus mit dir, du ordinäres Schwein, ist einer der Kampfrufe des Fanclubs des Bukarester Fußballclubs Steaua. Dieses Mal wird aber nicht der Gegner auf dem Spielfeld beschimpft, jetzt ist es der Staatspräsident Rumäniens, der weg soll. Nicht nur die Steaua-Fans sind in diesen Tagen auf der Straße. Die Demonstrationen halten im ganzen Land schon seit über einer Woche an. Florin Petrescu war von Anfang an dabei und gehört zum harten Kern. Der Präsident soll weg. Die Regierung soll weg. Die haben uns nur Armut und Misere gebracht. Keinen einzigen Tag noch dürfen sie an der Macht bleiben. Wir bleiben hier und kämpfen, bis diese Ausbeuter verschwunden sind. So einen Schweinefraß soll auch Präsident Basescu essen, steht auf dem Schild. Mit schwarzem Humor versuchen die Demonstranten auf sich aufmerksam zu machen. Die politische Elite des Landes hat bei der Bevölkerung verspielt. Die Sondereinheiten der rumänischen Polizei haben aber in diesen Tagen nur wenig Sinn für Humor. Sie sind seit über einer Woche Tag und Nacht im Einsatz. Bei den Demonstrationen kommt es immer wieder zu gewalttätigen Ausschreitungen. Dafür sind in erster Linie die Fußballfans verantwortlich. Mehrere Geschäfte und Banken sind durch sie verwüstet worden. Zahlreiche Schwerverletzte gab es auf beiden Seiten. Am nächsten Tag zeigt uns Florin das Armenviertel, wo er lebt. Die Einwohner von Ferentari wurden von den Sparmaßnahmen der Regierung schwer getroffen. In diesem Hof lebt die Familie von Florin. 12 Menschen in 3 Räumen, kein fließendes Wasser, keine Kanalisation, keine Heizung. Er und seine Frau, beide sind seit Jahren arbeitslos. Das kleine Zimmer ist feucht und drinnen ist es fast so kalt wie draußen an diesem Januartag. Der Strom wird illegal abgezapft, die Anschlüsse sind lebensgefährlich. Wir finden manchmal Gelegenheitsarbeiten. Wenn wir an einem Tag 2 Euro haben, dann war es ein guter Tag. Die Helden der Revolution von 1989 sind umsonst gestorben. Heute wird das Land von Dieben geführt. Wir wollen aus diesem Land endlich weg. Hier kann man nicht mehr leben. Und dann zeigt er uns auch die Nachbargebäude.
Die Wohnsilos aus der Ceausescu-Zeit sind typisch für das rumänische Stadtbild. Das Stadtviertel Ferentari haben die Stadtwerke längst vergessen. Schauen Sie sich diesen Dreck an. Hier müssen unsere Kinder aufwachsen. Die meisten werden krank. In der kinderonkologischen Abteilung des Krankenhauses Fundeň werden die Demonstrationen im Fernsehen verfolgt. Die Abteilung ist überfüllt. In einem 20 Quadratmeter großen Raum liegen 6 Kinder und 6 Mütter. Der Auslöser der landesweiten Demonstrationen war ein umstrittener Gesetzesentwurf der Regierung. Das Gesundheitssystem sollte in großen Teilen privatisiert werden. Die Bevölkerung befürchtet dadurch eine weitere Verschlechterung der medizinischen Versorgung. Wir haben ohnehin mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen. Wir haben für 50 schwerkranke Patienten nur 3 Krankenschwestern. Wegen der Sparmaßnahmen der Regierung dürfen wir keine weiteren anstellen. Und der Raum ist sehr eng. Wir haben nur 2 Toiletten für die gesamte Abteilung. Das ist nicht normal. Die Mütter in diesem Krankenzimmer haben volles Verständnis für die Demonstrationen. Gleichzeitig sind sie enttäuscht von der gesamten politischen Klasse. Ich würde auch gerne bei den Demonstrationen dabei sein, aber meine Tochter bekommt eine Chemotherapie. Ich muss in diesen Tagen hier bei ihr sein. Aber ich denke, egal welche Regierung das Land regiert, alle sind gleich korrupt. Am Nachmittag sieht die Stadt noch ruhig aus. Florin ist aber wieder unterwegs zu der nächsten Protestkundgebung. Er ist entschlossen, so lange auf die Straße zu gehen, bis sich endlich etwas ändert. Auch wenn es dabei zu weiteren Straßenkämpfen und Zerstörungen kommt. Die Situation in Syrien scheint immer mehr zu eskalieren. Seit 4 Wochen sind Beobachter der Arabischen Liga im Land. Doch die Gewalt des Assad-Regimes gegen die eigene Bevölkerung und die Opposition geht unvermindert weiter. Ausländische Journalisten dürfen kaum ins Land oder sind dort oft in Gefahr. Tausende Syrer sind über die grüne Grenze in den Nordlibanon geflohen. Dorthin dürfen ausländische Journalisten nur im Ausnahmefall. Windrose-Reporter Stefan Kloss, ist es gelungen? Sein zusammengebastelter Ofen ist für Mustafa Malum so etwas wie Luxus. Außer ein paar Habseligkeiten haben er und die anderen Flüchtlinge nichts rüberretten können. Das meiste hier ist gespendet. Zu Fuß über die Berge flohen sie aus Syrien mit ihren Familien hierher in den Nordlibanon. Im Grenzdorf Wadi Khalid leben sie in einer stillgelegten Grundschule. 60 Menschen kampieren in 8 Klassenzimmern. Einfach hier drehen geht nicht. Dafür musste der libanesische Geheimdienst erst sein Okay geben. Denn keine 3 Autominuten entfernt, da unten im Tal, das ist Krisengebiet, das ist Syrien. Gleich hinter der Grenze liegt Mustafas Heimatstadt Tal Kalach. Wir demonstrierten vor ein paar Monaten gegen das korrupte Assad-Regime. Danach beschoss die Armee plötzlich unsere Stadt. Verstehen Sie, die schossen auf uns, unsere eigene Armee. Da habe ich meine Familie genommen und wir sind geflohen. Wir sind alte Schmugglerwege gegangen. Die Grenze ist ja zu, alles vermint. Als die Gewalt begann, trat der 41-jährige Anwalt aus Assads Baath-Partei aus und kam deshalb sofort auf eine Fahndungsliste. Seine 4 Brüder und seine Schwester sind noch drüben in Syrien. Wie es ihnen geht, weiß Mustafa nicht. Fieberhaft warten alle Syrer hier auf Nachrichten von Familienangehörigen, die drüben geblieben sind. Wir haben darauf gewartet, endlich atmen zu können. Sie haben doch keine Ahnung, wie es war, in Syrien zu leben. Sie verstehen das nicht. Als der arabische Frühling begann, haben wir alle sofort von Freiheit geträumt. Vor 2 Jahren schon gab es ein großes Massaker in einem Nachbardorf. Der staatliche Terror in Syrien gegen Zivilisten geht doch schon seit vielen Jahren, wirft Ahmed ein, Mustafas Freund. Die Videos auf seinem Handy habe er selbst gedreht, sagt Ahmed. Dabei habe er vor Angst gezittert. Nachdem die Armeepanzer abrückten, habe das Assad-Regime in Bussen Schlägertrupps rangekarrt, um die Zivilisten in Angst und Schrecken zu halten, sagen die Flüchtlinge. Sie hätten einfach nur gegen die Vetternwirtschaft des Assad-Regimes protestiert,
fügen Mustafa und die anderen Männer hinzu. Die Aussagen der Syrer sind nur schwer nachprüfbar, aber die Männer wirken ehrlich und authentisch. Unten an der Dorfschule dürfen die Flüchtlingskinder am Unterricht teilnehmen. Das haben die libanesischen Behörden ausnahmsweise erlaubt. Denn die Syrer sind hier nur geduldet. Unterrichtet wird in arabischer und in französischer Sprache. Denn früher war der Zedernstaat französisches Protektorat. Für die pfiffigen syrischen Flüchtlingskinder kein Problem. Im Handumdrehen haben sie die französische Schreibschrift gelernt. Unterwegs an die syrische Grenze. Seitdem die faktisch geschlossen ist, wirkt das libanesische Dorf Wali Khalid wie ausgestorben. Vorher brachte der Grenzverkehr einträglichen Wohlstand für beide Seiten. Drüben, 200 Meter weiter, in Syrien, soll jetzt angeblich ein Minengürtel Zivilisten daran hindern, das krisengeplagte Land zu verlassen. Die Ruhe hier ist sehr trügerisch. Vor 3 Wochen erst kamen syrische Soldaten über die Grenze und töteten 3 Männer. Die seien angeblich Schmuggler gewesen, so genau weiß das hier aber niemand. Zurück an der stillgelegten Grundschule, wo die syrischen Flüchtlinge wohnen. Einzige Abwechslung für Mustafa und seine Schicksalsgefährten, spazieren gehen. Doch das soll nicht mehr lange so bleiben. Wenn das Regime gefallen ist, gehen wir sofort zurück. Oder wenn die Freie Syrische Armee mit Waffen unterstützt wird, dann melden wir uns sofort dort zum Dienst. Dann gehen wir zurück und kämpfen gegen das Assad-Regime. Wir hoffen, dass es bald. Am Abend verfolgen die Syrer Nachrichten aus ihrer Heimat auf einem neuen TV-Kanal der syrischen Opposition. Sein Herz würde ihm jedes Mal schmerzen, wenn er die Meldungen über Tod und Gewalt in Syrien sehe und höre, sagt Mustafa. Doch der syrische Anwalt ist sich sicher, die Zeit des Assad-Regimes läuft ab, immer schneller. In Deutschland macht die Bahn Schlagzeilen mit unpünktlichen Zügen und Preiserhöhungen. In Tschechien ist einigen Fahrgästen zumindest die Pünktlichkeit egal. Eine Bahnfahrt darf in einigen Zügen gern ein paar Minuten länger dauern. Ein privates Bahnunternehmen bringt jetzt im Winter den Sommer in die Züge. Bahnfahren wird zu einem ganz besonderen Erlebnis. Lokomotivführer Tibor Stuhlreiter liebt seinen Beruf. Doch seit einigen Wochen fühlt er sich vorne im Fahrerhaus recht einsam. Er würde viel lieber hinten bei den Reisenden sein. Hier vorne zu sein, das ist nun mal mein Beruf. Leider, muss ich zurzeit sagen. Denn wenn es irgendeine Chance gäbe, dann wäre ich lieber hinten im Zug. Ganz klar. Die Zugstrecke Prag-Ostrava. 4 Stunden dauert die Fahrt. Gerade in diesen trüben Wintermonaten will da keiner unbedingt aus dem Fenster sehen. Macht in diesem Zug auch keiner. Schließlich reist auf dieser Strecke der Sommer mit. So sehen in diesem Zug Schaffner aus. Leicht bekleidet, da lohnt sich kein Blick nach draußen. Beata Staryczna fühlt sich im Karibik-Look wohler als in der grauen Schaffner-Uniform. Wecken muss sie im Zug fast keinen bei der Frage nach der Fahrkarte. Schlafen wollen die meisten bei diesem Personal dann doch nicht. Es gefällt fast allen. Viele sind regelrecht begeistert. Sie fragen uns aber, ob uns nicht kalt wäre. Ist es aber nicht, denn wir haben ja viel zu tun. Aber es gefällt ihnen und das ist das Wichtigste. Und wie ist es für Sie? Für mich? Ach, mir gefällt's. Sagen wir mal so, es ist eine Bereicherung unserer Arbeit. Zu einem Kaffee sagt auch Frau nicht nein, wenn er von Jakub in Shorts serviert wird. Der Sommer im Zug, ein Werbegag. Solange es draußen so grau ist, will man den Gästen diesen besonderen Service bieten. Bislang hat sich auch keiner beschwert. Ein wenig gucken ist ja schließlich auch wirklich jedem erlaubt. Warum nicht, sagt diese Ordensschwester. Ich muss gestehen, ich habe auch nichts gegen die Schaffner-Uniformen. Aber auch das ist doch schön. Ich muss sagen, ich bin zufrieden. Zufriedenheit, genau darum geht es dem Unternehmen. Regiojet ist ein kleiner Konkurrent der großen tschechischen Bahn. Das Unternehmen macht mit diesem Service in den Zügen besondere Werbung.
Der Service hat seinen Preis, nämlich gar keinen. Kaffee und Zeitungen sind kostenlos. Außerdem gibt es im Zug auch drahtloses Internet. Und die Tickets sind noch 20% billiger als bei der tschechischen Bahn. Das alles sei trotzdem profitabel, meint der Unternehmenssprecher. Man sei ein kleines Unternehmen, das genau wisse, was der Kunde wolle. Wir sind eine Low-Budget-Gesellschaft. Wir haben nur wenig Angestellte in der Verwaltung, aber dafür viel Personal im Service, beim Kunden. Das ist ein Modell, das sich schon bei den Billigfliegern wie Ryanair oder EasyJet bewährt hat. Und das funktioniert auch auf den Gleisen. Kurz vor Ostrava, jetzt wird noch einer draufgesetzt. Ein Drink, Mojito oder Tequila Sunrise, passend zum Sommerfeeling. Kosten knapp 2 Euro, geliefert wird zum Platz. Manch ein Kunde staunt auch, wie sich das alles rechnen kann, doch der Plan scheint aufzugehen. Dieser Service überzeugt Autofahrer, mal wieder Bahn zu fahren. Im Auto kann man schlecht Sushi essen. Das ist natürlich alles wunderbar. Ich bin sonst immer mit dem Auto nach Prag gefahren. Dieser Service ist klasse. Gerade nach der Arbeit kann man hier gut entspannen. Ich muss gestehen, mir sind die halbnackten Frauen egal. Ich schaue lieber die Jungs an. Doch auch wenn der Service in diesem Zug so gut ist, nach 4 Stunden, kurz vor Ostrava, schmerzt irgendwann der Rücken. Doch auch dafür gibt es in diesem Zug eine Lösung. Eine Nackenmassage vom Schaffner. Die Frauen sind schon ziemlich überrascht über all die Dienstleistungen, die wir hier anbieten. Das erwartet doch keiner in einem Zug. Sommerservice mitten im Winter. Aber das macht allen einfach nur Spaß. Und diesen Spaß könnte es irgendwann vielleicht sogar in Deutschland geben. Das Unternehmen bewirbt sich, um auf der Strecke Berlin-Dresden-Prag fahren zu dürfen. Ein wenig Sommer kommt dort sicher auch gut an. Das Zuschauervideo kommt heute von Monika Weidling aus Dresden. Sie war in Laos unterwegs. Laos ist von atemberaubender Schönheit. Seit einigen Jahren hebt sich der Bambusvorhang und immer mehr Besucher kommen ins Land. Monika und Bernd Weidling sitzen in einem Langboot und bewundern das letzte Kleinod Südostasiens. Das Land ist rückständig, aber auf dem Weg der Veränderung. In Wang Vieng trifft sich die Backpacker-Szene. Hier ist Tubing ein angesagtes Vergnügen. In großen LKW-Reifen treiben die jungen Leute den Fluss hinunter. Einige Reiswhiskys haben sie da meist schon intus. Zeit verliert hier an Bedeutung, was beim Anblick dieser Landschaft kein Wunder ist. Die Hauptstadt von Laos ist Vientiane. Sie wird kleinstädtisch und macht einen verschlafenen Eindruck. Der Triumphbogen erinnert an den Einfluss der Franzosen, die ihre Kolonie 1949 aufgeben mussten. Laos ist noch ein günstiges Reiseland. So gibt es den echten Mekongfisch schon für 3 Dollar und Bernd Weidling ist ganz konzentriert bei der Sache. Besonders sehenswert ist die Königs- und Pagodenstadt Luang Prabang. Der letzte König von Laos musste 1975 abdanken. Er starb in einem Umerziehungslager, die es zum Glück heute nicht mehr gibt. Laos ist ein Land zwischen gestern und morgen und für Asienfreunde ein kleines Paradies. Das war die Windrose für heute. Nächsten Sonntag gibt es dann an dieser Stelle eine Windrose-Reportage. Wir sind für Sie in der Hohen Tatra unterwegs. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.